Zum Auftakt der 19. Auflage von Österreichs größtem Märchenfestival präsentierte Walter Steidl im Rahmen einer Pressekonferenz das Programm vom Tiroler Sagen- und Märchenfestival 2015. Start ist also jetzt der 31. Juli. 31. Juli mit der Wattener Märchennacht. Das ist sozusagen also eine fantastische Reise, die heuer also gemacht wird von der Vanya. Das ist also unsere Heldin, die sich ins wunderbare Land Rhen begibt und dort also zahlreiche Abenteuer zu bestehen hat. Weiters haben wir dann 22. und 23. August den Zauberwald. Da haben wir also eine neue Uraufführung, die Vogelbande vom Pipmatzweg. Das sind also ganz, ganz freche Vögel, die jetzt schon den Riesen sozusagen bestraft haben, weil er ihr Nest zerstört hat. Aber es ist sozusagen jetzt im Zauberwald ist also wieder Unfrieden, und zwar weil der Schatz des Himboldtmandels gestohlen wurde. Und da bitten wir also jetzt alle Kinder, dass sie also mithelfen, diesen Schatz jetzt eben wieder zu finden, um sozusagen Unheil vom Zauberwald jetzt eben abzuwenden. Die diesjährige Festivaleröffnung steht im Zeichen von Alice im Wunderland und findet am 31. Juli 2015 um 20.30 Uhr beim Musikpavillon statt. Des Weiteren wurden die Vogelbande vom Pipmatzweg im Zauberwald, das Marionettentheater Märchen an Fäden und das Winter- und Adventmärchen mit Geschichtenerzähler Helmut Wittmann präsentiert. Einmal muss man sagen, hat sich das Festival ganz gewaltig entwickelt, und was für uns ganz wichtig ist, es ist für die, vor allem für die heimische Bevölkerung, für die Familien, für Jung und Alt, wenn man sieht, wie sich die Kinder im Freien, im Zauberwald bewegen, wie da bei der Veranstaltung das Mystische mit den heimischen Sagen, mit den Märchen, mit schönen Dingen zum Anschauen verwoben wird, das ist was Schönes, ganz was Tolles. Gleichzeitig wurde der neu gewählte Bürgermeister der Marktgemeinde Wattens, Herr Thomas Oberbeisteiner, vorgestellt. Ich bin sehr intensiv dabei, seit 5 Jahren, seitdem ich in der Gemeindepolitik bin. Und ich sage doch, fasziniert mich die Veranstaltungsreihe sehr, wie es dem Walter gelingt, das ganze Jahr hinüber Veranstaltungen zu platzieren mit dem Hintergrund Märchen und Sagen. Es begeistert mich ganz einfach. Und ich bin jetzt froh, dass es wieder losgeht, und ich bin schon ganz gespannt, was heuer alles passieren wird. Man darf gespannt sein, denn das Team vom Märchenfestival hat keine Kosten und Mühen gescheut, euch auf eine spannende Reise in eine Welt zwischen Traum und Wirklichkeit zu entführen.